Und damit herzlich willkommen zurück in unserem wunderschönen Zoo. Hier ist euer Spooky VF mit zu Tycoon. Und wir bauen den schönsten Zoo aller Zeiten. Und wisst ihr, was den Zoo so ganz besonders macht? Ja, klar, das seid ihr. Denn ihr arbeitet hier unheimlich gut mit. Super geil. Leute, ich feier's einfach. Wie es in den Comments so abgeht und alles explodiert. Das ist richtig geil. Bevor ich jetzt auf die Comments eingehe, machen wir noch das Bärengehege fertig. Und dann kümmern wir uns um die neuen Kommentare, denn es sind schon wieder haufenweise Wünsche geäußert worden. Und ich komme fast gar nicht mehr nach. Das ist krass. So, Fischfutterkrippe. Das ist für die Bären. Dann, wir wollen ja hier Bären reinmachen. Hier frische Futterkrippe auch. Jetzt ist die Frage, welche Bären mögen was? Sollen wir zuerst Bären reinhauen? Ja, wir könnten es ja immer noch ändern. Wir machen jetzt einfach mal Fische, weil ich davon ausgehe, dass die Bären Fische mögen. Und ja, bevor wir sie verbessern, was habe ich denn heute für einen Sprachfehler? Ich bin ganz nervös, weil ihr so geil seid. Ihr seid die Besten, Leute. Macht richtig Spaß mit euch gerade. Und ja, freue mich natürlich, wenn das so bleibt. Das ist richtig mega. Das ist ein richtig geiles Feeling. So wie ihr da abgeht in den Kommentaren. Da halte ich die Welt nicht aus. Ne? So, gucken wir mal, was wir hier haben. Antilopen, Bären, Freizeitzentrum, Klettergerüste. Ich würde sagen, Bären, ja, Kratzbäume mögen die sehr. Das hier nicht. So, dann holen wir doch... Oh, Bären mögen auch rutschen. Das ist ja cool. Mal gucken. Steht insgesamt nur Bären da. Das gefällt mir ganz gut. Die Azteken. Untergang der Aztekenrutsche. Den machen wir. So, was haben wir denn noch? Wir haben ja Interaktionen mit den Bären. Da könnten wir ja eigentlich auch eine Interaktion bauen. Und zwar mögen die Bären, glaube ich, die Schlauchinteraktion. Ja, genau. Da können wir sie nämlich sauber machen. Okay, das dürfte es jetzt ja soweit gewesen sein, oder? Haben wir noch Platz? Ja, für Gehege-Dekoration haben wir noch. Dann machen wir doch hier mal... Das haben wir noch nicht frei. Nö. Was holen wir denn? Das hier, das sieht ganz cool aus. Oh, sehr schön. Und wir können ja noch mehr Dekoration machen. So ist es nicht. Oh, ja. Falscher Knopf. Dann machen wir den doch mal noch ein schönes Fresken. Nö, machen wir nicht. Machen wir eine Statue. Ja, komm, machen wir noch eine Statue. Gemäßigte Waldstatue. Okay, das soll fürs erste Mal reichen. Wir können ja noch weiter dekorieren. Aber jetzt erstmal die Tiere hier rein. Die Tierchen. Und zwar haben wir uns ja für die olympischen Schwarzbären quasi entschieden, haben das Gehege vorbereitet dafür. Hier sind sie. Gemäßigte Waldzone. Und dann holen wir hier vielleicht nochmal ein Baby. Wie wär's mit einem Baby? Baby ist immer cool, ne? Bubbles. Bubbles ist auch ein cooler Name. King, natürlich King. Da holen wir Bubbles und King, würde ich sagen. Was haben die für eine Gruppengröße eigentlich? Mindestgruppengröße 2, das ist cool. Dann können wir es erstmal bei 2 belassen. Und noch einen olympischen Schwarzbär. Und zwar King. Genau. Ab Stufe 15 kann man sie übrigens freilassen. In die freie Wildbahn entlassen. Und jetzt müssen wir mal beobachten. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. 6 Tiere passen hier rein. Da könnten wir eigentlich auch noch andere Bären oder sowas reinmachen. Dann könnten wir ja rein theoretisch jetzt die Gehegegegenstände verbessern. Tierpflege hier. Station bearbeiten. Verbessern. Ich hoffe mal, die mögen die Fische. Das wäre natürlich sehr gut, wenn wir hier schon das ganze Fischzeug hier reinbauen. Und das hier verbessern wir auch mal. Ja. Können wir sonst noch was verbessern? Ich mag es zu bezweifeln. Müssten wir mal noch gucken, ob wir die Extras hier verbessern können. Doch, die kann man, glaube ich, noch verbessern. Nee, so reparieren. Das ist schon angedotzt. Okay. Dann Interaktion. Die kann man, glaube ich, auch nicht verbessern, ne? Nee, kann man nicht. Gut. Dann würde ich sagen, ja, dann haben wir das jetzt erstmal hier abgeschlossen. Haben die Bären. Gucken die uns wie immer an. Von hier. Oh, die sind ja auch riesengroß. Prächtig stark. Guckt euch das an. Ein Traum von einem Bär. Oh, was ist jetzt los? Du hast Folgendes freigeschaltet. Köhlerschildkröte, grüner Insel-Leguan, Zwergwachtel, Erdmenschen, Katanga-Löwe, Savanne groß, also wir haben großes Gebirge, Savannenfelsen, Wasserloch, Planschbecken,
Waldbaumstamm, Unterstand, Kiefernpeeling, Kratzbaum, mittlerer See, Medienexperte, robuste Materialien. Und das war's. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir natürlich die Bäraktion hier verpasst. Der andere Bär, der sieht ja schon dreckig aus. Wir machen mal ein Foto. Ja, das war für die Sammlung. Sehr schön. Ja, hier voll der Fotograf. Laufen wir hier mal rum. Ah, konnte man irgendwo rennen? Nee, ich glaube nicht, ne? Ah, hier. Hallo Hausmeister, pass gut auf die Tierchen auf, mach alles sauber, dass die Besucher sich sehr wohl fühlen und so weiter und so fort. Jetzt, wie sieht's denn aus hier mit dem Tiergehege? Ja doch, die sind sehr zufrieden. Auch mit dem Habitat, ne? Sind natürlich nur mittleres, ist ein bisschen klein. Dann machen wir doch mal hier kurzes Waschspielchen mit den Tieren. Hatten wir das überhaupt schon? Ich glaube nicht, ne? Ach, guck mal da oben. Oh. Boah, das ist bestimmt King. Ja, natürlich, das ist King. So. Nee, das ist Bubbles. Bubbles, komm her. Hast dich bestimmt dreckig gemacht beim Hochklettern hier oben. Ich hab da was für dich. Komm her. Ich wähle dich aus. Komm her. Du brauchst ein bisschen Wasser. Guck mal, hier. Ja. Gib alles. Baby, zeig mir deine Glanzseite. Ja, genau so muss das sein. Oh, yeah. Hier. Peeling. Oh, yeah. Ja. Ich mach dich nass hier. Yeah. Ganz schön sauber gemacht hier. Hier, den Hintern noch. Du verlauster Affe. Ach nee, du bist ja ein Bär. Komm her. Ja. Da freut er sich. Wie ein Weltmeister. Wunderschön. Wunderschön. Und jetzt ab ins Bärengehege. Nee, so. Jetzt gehen wir nochmal da oben hoch und gucken uns mal alles so ein bisschen an. Und dann würde ich gerne nochmal auf die Kommentare eingehen. Und zwar hat der Herr Funky, jetzt habe ich schon wieder Spielclip aufgezeigt, ich weiß nicht, warum ich das immer mache oder ob das automatisch irgendwie startet, keine Ahnung. Und zwar hat der Funky 378 gesagt, ich brauche hier nichts zu sagen, du weißt ja, erst liken, dann schauen. PS, Dankeschön für die Freundschaftsanfrage. Ah, 15, den Tieren so nahe, alle drei Interaktionen mit den Tieren abgeschlossen, dann hatten wir die tatsächlich noch nicht. Sehr schön, dann haben wir das jetzt auch mal gemacht. Ja, natürlich sehr gerne. Ist immer schön, wenn ihr da dabei seid und wenn ihr da so super geil mitmacht. Das freut mich natürlich mega. So, LOLHD hat gemeint, mega gutes Video und platziere mal bitte Nilpferde. Vielen Dank, mein Freund, wird gemacht, machen wir auf jeden Fall. Ich werde das jetzt alles nach und nach machen. Ist ein bisschen mehr geworden. Und ja, ich verschieb's mal noch ein bisschen mit den Nilpferden jetzt erstmal. Und gucken, ob wir nachher noch dazukommen in dieser Folge oder in der nächsten. Ja, wird jetzt ein bisschen aufwendiger, die Wünsche zu erfüllen, denn es sind ein paar da. Und deswegen gucken wir mal, dass wir zuerst das machen, was wir schnell abschließen können. Aber ich werde es nicht vergessen. Nilpferde kommen auf jeden Fall. Danke für deinen Kommentar und danke fürs Schauen. Micket One sagt, mega geiles Video. Könntest du ein Krokodilgehege bauen? Du bester YouTuber. Ja, vielen Dank, das ist natürlich super nett. Bester YouTuber hört man immer wieder gerne. Ist zwar übertrieben, aber ich danke dir ganz herzlich. Und ein Krokodilgehege kommt auf jeden Fall, mein Freund. Definitiv. So, jetzt hat der LOLHD, LOLHD gesagt. Nenne einen Falken bitte, Flying Uwe. Finde ich richtig geil. Flying Uwe, er selbst immer seine Martial Arts Videos früher noch geguckt. Jetzt macht er ja selber zum Teil bei Let's Plays mit. Habe ich gerade bei Mickey gesehen. Hat er mitgemacht bei Fortnite Battle Royale. Sehr unterhaltsam. Das mache ich gerne. Jetzt weiß ich nicht, was denn hier ist. Das eine Schlange? Oh, die Schlange. Hallo, Schlange. Beauty. Ja, du bist wunderschön, Beauty. Wunderschöne Schlange. Guck mal. Ah. Und jetzt hat sie sich bewegt. Also die wollten wir eigentlich nicht holen. Wir wollten die Falken. Und die Falken waren dann hier. Okay. Achso, was ich noch gucken wollte, wie viele Schlangen passen da rein eigentlich? 3. Das ist gut. Das ist sehr gut. Brauchen wir nämlich noch eine. Ich weiß gar nicht, ob man Schlangen mischen kann. Bestimmt kann man das machen. Jetzt gehen wir hier mal bei den Falken. Und das ist Jack. Jack wird Flying Uwe umbenennen. Ups. Ja, so nicht. Nein, so auch nicht. Verdammt. Mal dieses Xbox-Geschreibe, ey. Ah, jetzt hab ich schon wieder. Ich müsste mal die Tastatur anschließen oder so, aber da kann ich nicht so gut eure Kommentare gleichzeitig beantworten. Jetzt würde ich das machen, während ich Let's Play. Oh Mann, Alter. So. Flying Uwe. Jetzt
gehört er zu unserem Zoo, der Gute. Das ist Flying Uwe. Flieg und Sieg. Oh, wunderschöner Falke. Okay, diese Zeit haben wir auch mal genommen. Also danke für deinen Kommentar. Gern geschehen. Und Flying Uwe ist hier. Was haben wir denn noch? Ich habe heute deinen Kanal gefunden und ich feiere deinen Kanal. Kannst du mal einen Affe Chimmy nennen? Gamer535. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass du hier den Kanal gefunden hast. Hoffe, du hast noch weiterhin viel Spaß auf dem Kanal, wie alle anderen auch. Und macht noch schön fleißig hier mit im Let's Play. Vielleicht guckt auch ein paar andere, wenn ihr Bock drauf habt. Ein bisschen Auswahl habe ich ja auf meinem Channel. Und einen Affe werden wir auf jeden Fall Chimmy nennen, sobald wir Affen haben. Noch haben wir ja keine. Aber das wird auch noch gemacht. Ich schreibe mal hinter die Ohren, mein Freund. Danke für deinen Kommentar. Und viel Spaß weiterhin. Keentech hat gesagt, ja, du hast meinen Namen richtig ausgesprochen. Manchmal nennen mich Kino oder sowas. Manche nennen mich Kino oder sowas. Ja. Deine Videos sind mega entspannt. Vor allem am Abend kann man sich deine Videos perfekt anschauen. PS, nenne den Zoo Fuku und die Welt der Tiere. Also Leute, ihr dürft auch dem Zoo noch Namen geben. Ich werde es dann euch entscheiden lassen, wenn mehrere Vorschläge da sind. Erster Vorschlag ist Fuku und die Welt der Tiere. Ich werde das irgendwie noch in die Beschreibung reinpacken, wenn mehrere Namen da sind, und dann eine Abstimmung oder eine Umfrage in einem Video machen. Und dann könnt ihr entscheiden, wie der Zoo heißen wird. Also erste Option ist Fuku und die Welt der Tiere. Ich werde wahrscheinlich selber auch einen Namen dann beisteuern, für den man dann abstimmen kann. Mal gucken. Aber schon mal vielen Dank für den Vorschlag. Das ist sehr nett. Hoffentlich machen noch andere Vorschläge, dass das richtig spannend wird, dass ihr alle mitwirken könnt, auch wie unser Zoo hier überhaupt heißen wird. So. Nochmal Gamer535. Gutes Video für die Schlangennamen. Einmal Snake und einmal Fake. Alles klar. Machen wir doch. Da haben wir doch schon zwei Schlangen. Snake und Fake brauchen wir. Hier, das war hier. Hier ansehen. Dann haben wir hier Beauty. Die nennen wir Fake, weil die ist nämlich eigentlich nicht Beauty. So wunderhübsch ist sie nicht. Und deswegen ist das ein Fake. So, du bist Fake. Du bist so ein Faker, JR. Okay. Haben wir Fake. Und dann gucken wir, wo ist die andere? Ja, das ist Rocky. Rocky Balboa. Dann komm, ich box dich Sylvester Stallone Style. Rocky wird Snake. Passt ja. Madel, cheer, solid. Oh, ganz groß geschrieben. Wollte ich eigentlich nicht. So. Machen wir schon ordentlich hier. Wenn wir schon dabei sind. Snake, wunderbar. Eine schöne Snake. Jetzt haben wir hier noch was Besonderes im nächsten Kommentar. Also vielen Dank, Gamer535, für deine Vorschläge. Finde ich auch schön, dass du auch immer wieder hier dabei bist und immer also viel mitmachst. Auch andere, die ständig kommentieren. Mega nice von euch. Sehr geil. Ihr seid die geilsten. So, LOLHD hat nämlich auch noch eine Schlange. Also, er hat keine Schlange, er hat einen Namenvorschlag für eine Schlange und deswegen brauchen wir noch eine weitere Schlange. Und da gucken wir doch mal, wir hatten hier die großen Schlangen, der Buschmeister. Können wir auch jetzt eine andere Schlange hier reinmachen, die Abgottschlange zum Beispiel? Kann man die mixen? Würde das gehen? Mindestgruppengröße 1, das sollte eigentlich gehen, denn die Abgottschlange ist eine Boa Constrictor. Ist eine in Zentral- und Südamerika anzutreffende Riesenschlange. Mindestgruppengröße 1, nicht gefährdet. Dann holen wir die doch. Und das wird K. Dschungelbuch lässt grüßen. Und ja, warum holen wir nicht einfach die Levelhöchste, ne? Hier. Tier kann nicht platziert werden. Passt nicht zu den anderen Tieren im Gehege. Okay, geht also nicht. So, okay, liebe Freunde. Ich musste mal kurz pausieren. Die Hunde sind hier durchgedreht. Sind wieder Leute zu Besuch. Und ja, dann machen die immer wie bekloppt. Oh Gott, ey. Ich komme überhaupt nicht mehr zum Aufnehmen, wenn das so weitergeht. Also, jetzt sollten wir die Schlange noch K nennen und dann holen wir doch die Katja, denn die heißt ja schon fast K. Wir konnten leider die Abgottschlange nicht machen, weil sie nicht zu den anderen Tieren im Gehege passt. Und deswegen holen wir jetzt hier, oh, da war doch Tiere ansehen. Dann müssen wir jetzt Katja suchen, genau. Und die benennen wir um zu K. Wieder von der Vorschlag von LOLHD. LOLHD. Und der hat auch noch einen weiteren Tiernamen gleich mitgeliefert. Nämlich Trixie für einen Tiger. Ich glaube, da brauchen wir auch noch einen weiteren Tiger. Denn
Wir haben, glaube ich, nur zwei und die sind schon benannt. Oder nee, warte mal, hatten wir nicht, ne? Wo ist denn das? Droben Mittel. Und ja, dann machen wir hier mal die Haufen kurz weg. So. Ich glaube, wir hatten nicht beide benannt. Aber ich muss jetzt erstmal gucken. Tiere ansehen. Hier. Den haben wir benannt. Dixie. Dixie wurde nicht benannt, ne? Ne, die hat so gehießen. Und dann machen wir Dixie. Machen wir doch zu Trixie. Das passt doch. Und er möchte... Oh. Nein. Ah, komm, her. Nein. Ghostbuster-Symbol oder was hier. So, ich komme da noch nicht so damit klar mit der Schreiberei hier. Muss nochmal mich umgewöhnen. Das ist nämlich immer noch ein bisschen anders als bei der Blazy. Und deswegen drücke ich hier andere Tastenkombinationen. Weil das bei der Blazy jetzt mittlerweile eingefleischt ist. Aber das wird bestimmt auch wieder schnell werden. So, jetzt haben wir Trixie. Wunderbar. Also in dieser Folge haben wir neue Bären, haben den Tieren Namen gegeben, viele eurer Wünsche umgesetzt. Und in der nächsten Folge wird es dann weitergehen mit den ganzen Kommentaren hier noch umzusetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Das ist mega geil, macht weiter so. Und in der nächsten Folge werden dann noch weitere Vorschläge umgesetzt. Ist ja noch ein bisschen was zu tun. Dann gucken wir, dass wir die Nilpferde machen, die Krokodile und so weiter und so fort. Und ein bisschen um den Zoo kümmern. Ich bedanke mich. Bis zur nächsten Folge. Euer SpookyVF mit Zoo Tycoon.